Kommt hier jetzt nicht noch ein Gegner? Ja. Du kannst stolz darauf sein, diesen Ort erreicht zu haben. Und mit diesen fröhlichen Gedanken schicke ich dich nun auf dem Heimweg. Nee, nee, nichts Heimweg. Ein Golbat. Okay, das kriegt auch noch Shellterra hin. Hoffentlich. Mega sauger. Okay. Mega Sauger, habe ich gesagt. Mega Sauger. Jetzt greift doch dieses verfluchte Pokémon an. Ey, das gibt's nicht. Und deshalb sind wir jetzt draufgegangen. G, G, W, P. Staraptor. Fliegen. Wenn alles nicht hilft, hilft Fliegen. Weiterkämpfen, Bronze. Da kann eh nur Staraptor helfen. Und nochmal. Wenn einmal nicht hilft, dann das zweite Mal. Es liegt an dieser verfluchten Eisenabwehr. Was das alles so dauert. Okay. Bevor du es noch öfter einsetzt. Aeroas. Da sollte, glaube ich, ein Hashtag hin.
Weiterkämpfen. Komm, Charmian. Fliegen. Twitter ist gerade auch irgendwie gar nicht viel los. Naja. Ich hab doch gesagt, fliegen. Ging's mal wieder daneben, wa? Und ich hab nicht hingeguckt. So, jetzt habe ich hingeguckt. Jetzt ist es auch besiegt. Du, wie kannst du es wagen, deine Großzügigkeit, ja. So. Hier soll der richtige Weg sein. Sieht auch richtig aus. Hallo. Etwas Gewaltiges steht unmittelbar bevor. Vielleicht glaube ich, stimmt's? Komm uns nicht in die Quere. Natürlich wirst du es trotzdem tun, nicht wahr? Also müssen wir beide dich vorher besiegen. Okay. Doppelkampf-Action. Ist eh mal ein bisschen einfacher. Also da ist jetzt gerade ein fliegendes Pokémon auf der Gegnerseite, weil dann hilft nämlich mein Erdbeben nicht so ganz. Ach ja. Ich habe ja ein besiegtes Pokémon namens Chelterra. Dann wird's eh nichts mit Erdbeben. Gut, fliegen auf Pudox. Und das Pokémon wechsle ich kurz mal aus zum Warlord. Surfer. Ich glaube, damit greife ich zwar jetzt auch noch Staraptor an, aber naja, egal. Level 45. Ja. Ja gut. Dann musst du auch keinen Surfer mehr einsetzen. Ey. GG. Surfer, um das eigene Pokémon zu besiegen. Ah, Mann. Funkensprung. Was ich? Erdbeben. Mein Luxio wieder besiegt. So einfach ist es, seine eigenen Pokémon zu besiegen.
Tschüss, Luxio. 'Jetzt habe ich nur noch Zepeyse und Georok. Machen wir es so. Weil so wenig, was da noch ist an KP. Da muss ich jetzt auch nicht noch Zepeyse besiegen. Wow, jetzt ging die Attacke von Morlord auch noch daneben. Dann macht's halt Zepeyse. Der stärkste aller Rüpel, das war ich einmal. Ach, ich habe mich von einem kleinen Kind besiegen lassen. Mann, war das jämmerlich. Wir lassen dich jetzt durch. Dann können unsere Bosse dich fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich hier vorher noch geheilt werde. Aber ich glaube mal nicht. Aber scheiße drauf jetzt. Jetzt wird alles enden. Und alles wird beginnen. Mit dieser roten Kette öffne ich das Portal in eine andere Dimension. Ich befehle dir deine Macht, mich zu entfesseln. Palkia, das mystische Pokémon, Meister des Raums und der Dimension. Okay. Boss. Also, er redet. Ich bin gerade am Essen, Mensch, Spinner. Die Vernichtung allen Seins steht bevor. Wenn alles vergangen ist, wird es keine Kriege und keinen Streit mehr geben. Fühlt ihr, wie sich der Raum verzerrt? Nur ich kann es jetzt noch aufhalten. Das ist das mystische Pokémon, das der nur erschaffen hat. Palkia, das Pokémon des Raumes und der Dimension. Wow. Diese Welt kann nicht mehr umgeformt werden in das, was ich will. Eine neue Welt wird erschaffen. Eine neue Welt zu erschaffen ist viel leichter, als die alte zu verändern. Eine neue Welt, in der ich alleiniger Herrscher bin. Ich werde eine Gottheit. Nur keine Eile. Ich verstehe ja, dass du unseren Boss herausfordern willst. Aber erstmal musst du an mir vorbei. Immerhin hast du mich schon einige Male ziemlich bloßgestellt. Jupiter. Und ich bin die Nächste. Achso, Jupiter. Ich bin die. Egal wie zäh du bist, diesmal ziehe ich die Samthandschuhe aus. Augenblick mal, ohne mich findet hier keine Party statt, klar? Nicht das. Ist das nicht der Kleine, der noch am See der Stärke weinend weggerannt ist? Na, inzwischen stärker geworden. Wir schlagen euch 2 gegen 2. Wow. Ich habe nur noch Morlord, ne? Achso, und 2 andere Schwachpuck. Ah, nee, das ist der Gegner. Nee, das müsste von mir noch sein. Und ich vorne Ron. Aha, zur Peise. Gut. Beute. Statusheilmittel. Beleber. Aber das kann ich ja hier so noch machen. Shellterra.
greift ruhig Mamfaxo an. Mamfaxo kann gerade eh nicht viel, der macht ja nämlich Hortner. Ja. Wenn ich jetzt einfach mal hier noch Staraptor heile. Ja, jetzt wird ich auch noch angegriffen. Alles klar. Da denkt mal jemand mit. Verzehrer. Um wieder Kraftpunkte zu bekommen. Wow. Das andere Bronzel doppelt hält besser. Jetzt kannst du aber auch den mal richtig besiegen, ja? Damit du das mal siehst, hier so. Jetzt ist das Linke schon wieder aufgewacht. Ja. Also das eine ist gleich besiegt, auch wenn es etwas lang dauert. Das Gedudel von Sir Pisces ein bisschen nervig.